Ja, servus, ich bin Austrian Buschmann und möchte euch heute zeigen, wie man eine Schlingfalle baut. Also bleibt dran. Ja, für die Schlingfalle benötigen wir mal zwei Stöcke mit einer Astgabel. Die habe ich zugespitzt. Die stecken wir mal tief in die Erde. Und zwar habe ich dann noch einen, der ist auf beiden Seiten zugespitzt. Und zwar mache ich das genauso breit, wie das Ding da ist, wie die Spitzen auseinander sind. Schön fest. Dann habe ich dann nur noch ein normales zugespitztes mit einer Kerbe drinnen. Und dann habe ich eins auf dieser Seite so abgeflacht und auf der anderen Seite so. Das kommt da hinein. Und zwar genau in dieser Länge auseinander stecke ich das dann rein. So, dann habe ich da noch ein kleines Stückchen. Dieses kleine Stückchen, und zwar habe ich da schon vorbereitet auf einen sehr stark zurückfedernden Ast einen Baggerkorb mit einer Drahtschlinge. Ja. Und zwar habe ich da oben diese Kerbe. Und unten durch den Paracord dazwischen binden. So. Jetzt habe ich quasi oben die Öse und unten den Paracord an. Jetzt haben wir die Grundzüge dieser Falle mal ordentlich aufgebaut. Und dann werden wir es jetzt einmal scharf machen. Das Prinzip dieser Falle ist eigentlich relativ simpel. Gedacht ist eigentlich für kleinere Säugetiere. Ich muss mir halt auch immer schauen, wo die Säugetiere herumrennen. Also ich kann sie jetzt nicht so wie hier, ich habe es einfach nur, weil ich euch das schön zeigen kann, hier nachgebaut. Ja, wirklich dort schauen, wo die Tiere herumrennen, und dort baue ich auch die Falle auf. Das Prinzip ist eigentlich so, dass die Beutetier kommt. Hier sollte dann der Köder sein. Das Beutetier stoßt optimalerweise diesen Ast hier herunter, fällt somit hier aus der Verankerung und dann wird es hier durchgezogen. Die Schlinge habe ich hier oben befestigt und durch den Baum nach oben gezogen. Jetzt werden wir auch schauen, ob das Ganze funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Das Beutetier kommt, hat den Stock um quasi und ist weggeschleudert und stranguliert und hängt da oben auf die Bäume. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage danke fürs Einschalten. Lasst ein Abo und einen Kommentar vielleicht, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt für diese Falle. Eigentlich simpel aufgebaut, relativ schnell und man braucht nicht viel. Danke und Baba.